Wir wollen, dass endlich umgesetzt wird, was beschlossen ist. Wissenschaftler sagen längst, es läuft die letzte Frist, Überhitzung noch zu bremsen. Aber wer hört weg? Politik und Polizei, die scheren sich einen Dreck zum Schutz von Recht und Klima. Demonstrieren wir, Vertragstreue von euch zu fordern. Und was fordert ihr? Ist der Pariser Klimaschutzvertrag nur Klopapier? Macht euch vor eurem Einsatz klar, wen beschützt ihr hier? Ihr schützt Klimaverbrecher und Klimakriminelle, Vertragsrechtsbrecher gierig nach Profit. Wir sind kompromisslos hier und fordern auf der Stelle von euch, dass jetzt dagegen was geschieht. Macht euch endlich klar, was ihr mit eurem Einsatz tut. Vertragsbrecher zu schützen, staunt nicht über unsere Wut. Ihr stellt euch vor die Rechtsbrecher und schützt das, was sie tun. Sagt nicht, der Einsatz gegen Klimaschutz sei opportun. Habt ihr was geboten, wäre aus dem Blick verloren. Muss man bei euch wirklich denn so dicke Bretter bohren? Hat man euch nicht ausgebildet? Was habt ihr gelernt? Außer wie man Demonstranten aus dem Weg entfernt. Hat man das Gewissen mit dem Hirn euch amputiert, dass ihr das, was ihr tut, nicht hinterfragt? Kann man euch wecken, wie kriegt man euch reanimiert, dass ihr endlich mal Nein zu sagen wagt? Ihr demonstriert, weil ihr für Klimaschutz zu wenig tut, dass ihr Klimaschützen kriminalisiert, schürt unsere Wut. Geht euch die Erderwärmung durch CO2 am Arsch vorbei? Ist die Zukunft eurer Enkel euch denn einerlei? Kümmert euch um Syndikate, die Recht ignorieren. Klima zerstören, Heimat vernichten, was muss noch passieren? Bis ihr aufwacht und Recht und Verträge respektiert und mit uns zum Schutz des Klimas lautstark demonstriert. Ihr schützt Klimaverbrecher und Klimakriminelle, Vertragsrechtsbrecher gierig nach Profit. Wir sind kompromisslos hier und fordern auf der Stelle von euch, dass jetzt dagegen was geschieht. Fehlt Verbindlichkeit im Vertrag zum Klimaschutz, war in Paris Konferenz im Grunde ohne Nutz. Was hat man gefeiert, als man mit Sekt anstieß am Schluss? Darf man weiter baggern, nicht das Klima schützen muss? Seid ihr ganz entspannt, wenn sich der Planet aufheizt? Habt ihr denn schon immer so mit dem Verstand gegeizt? Ist euch ganz egal, wer was wann darum befindet? Ist euch klar, dass ihr nicht nur mit eurem Leben spielt? Hat man das Gewissen mit dem Hirn euch amputiert, dass ihr das, was ihr tut, nicht hinterfragt? Wie kann man euch wecken, wie kriegt man euch reanimiert, dass ihr endlich mal Nein zu sagen habt?